schauen wir uns nun als letztes noch an, wie sich der Typ Application JSON auswirkt. Dazu ändern wir jetzt das hier auf JSON und schreiben hier ein ganz einfaches JSON hinein. Setzen wir hier an mit, jetzt müssen wir aufpassen, dass wir den Java Strings ja das Anführungszeichen maskieren müssen, aber in JSON müssen wir alles schön in Anführungszeichen einpacken. Ein ganz einfaches, wir waren jetzt bei Greeting, dann lassen wir das auch so stehen. Und wir brauchen jetzt hier ja nur noch die geschweifte Klammer zu. Jetzt haben wir unser JSON Greeting, speichern das ab. Wenn er es auf dem Server auch aktualisiert hat, können wir jetzt hier das in dem Eclipse Browser nochmal aufrufen und da sehen Sie, dieser Eclipse Browser, der kann mit dem JSON eben sonst so nichts anfangen. Das heißt, er bietet mir jetzt an, downloade dir das Ganze und such dir dann ein Programmchen, was für dich passt. Das brechen wir jetzt ab. In den Webbrowsern sieht die Situation etwas besser aus, das können wir uns jetzt gleich auch anschauen. Früher hatte ein Firefox zum Beispiel gar keine Unterstützung für JSON und hätte ihnen auch höchstens anbieten können, wir laden es runter. Aber wenn wir jetzt in den Browser wechseln, sieht das ein Stück anders aus. Nämlich genau so sieht es jetzt aus. Wir sehen, wenn wir das aufrufen hier, dass er dieses JSON uns anzeigt. Sie können auch auf die Rohdaten blicken. Das ist genau das, was wir geschickt haben. Ein ganz rudimentäres Greeting-Objekt, ein Objekt mit nur dieser Eigenschaft Greeting und dem Wert Hello World. Und damit hätten wir jetzt den Vergleich unserer unterschiedlichen MIME-Types auch abgeschlossen. Weitere spielen hier in dem Web-Service-Umfeld an sich keine Rolle, beziehungsweise TextPlain spielt eigentlich auch keine Rolle. Entweder transportieren sie HTML oder XML oder JSON.